Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank, Frau Ministerin Lörmann, dass wir auch heute erfahren, wie es jetzt weitergeht in dieser wichtigen Frage. Der Streit um die Finanzierung der Investitionen für den Ausbau der gemeinsamen Inklusion war lange und heftig. Wir haben in der Frage immer eine klare Position vertreten. Wir waren die Einzigen, die schon im Gesetzgebungsverfahren und in der Beratung des Haushalts 2014 genau das gefordert haben, was jetzt eingetreten ist. Hätte man damals uns nicht belächelt, sondern auf uns gehört, wären wir heute viel weiter. Klar ist, dass wir es im Grundsatz begrüßen, dass die Koalition und die kommunalen Spitzenverbände sich jetzt geeinigt haben. Und vom Ergebnis her, denke ich, war das auch in Ordnung. Aber ich bin, da muss ich Herrn Kaiser recht geben, es hat zu lange gedauert, es hätte schneller gehen können, aber es reicht, wenn ich das einmal sage. Denn betrachtet man das Ergebnis der Verhandlungen, so zeigt sich jetzt, jetzt kommt doch die Anerkennung der Konnexität durch die Hintertür. Ab 2017 soll das Konnexitätsprinzip für die Leistung von Korb 1, also zum Beispiel Investitionen an Schulbauten, angewandt werden. Wir haben jetzt also nach monatelangem Tauziehen eine Übergangslösung bis 2017. Danach wird dann doch das Konnexitätsprinzip angewandt. Die Koalition hat die Konnexitätsrelevanz bei der Gesetzgebung immer vehement abgestritten. Nun zeigt sich ganz deutlich, das 9. Schulrechtsänderungsgesetz wird facto als konnexitätsrelevant behandelt. Auch die Kostenfolgeabschätzung zu verzichten war definitiv falsch. Rot-Grün hat die Kosten auf Seiten der Schulträger viel zu lange, viel zu klein geredet. Darüber ging Zeit verloren. Aber jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Es ist noch so viel zu regeln für die schulische Inklusion, und zwar auf allen Ebenen. Ich möchte hierzu, das hatte gerade schon jemand erwähnt, auch nochmal auf die Bonner Erklärung zur inklusiven Bildung in Deutschland hinweisen. Ich glaube, das waren Sie, Frau Lörmann. Meine Damen und Herren, aktuell stellen sich für mich die Frage, wie die Unterstützung der Schulträger jetzt umgesetzt wird. Wann genau stehen denn die Mittel zur Verfügung und wie werden sie verteilt? Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Mittel nach Schülerzahlen verteilt werden. Und da frage ich mich, ob das im Grunde ist ja ein Gießkannenprinzip, ob man das nicht treffsicherer verteilen kann, nämlich da, wo Inklusion, sage ich mal, wirklich den Anschub braucht, oder ob man einfach sagt, egal wie weit die sind und was die gerade machen, wir streuen das so übers Land. Also ich glaube, da sollte man sich noch mal überlegen, was genau da Sinn macht. Frau Ministerin Lörmann, Sie haben in der Debatte hier im Haus im Februar gesagt, die Koalition habe angeboten, dem Landtag noch vor Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, das ist ja der 1. August, entsprechende Gesetzentwürfe zuzuleiten, um all die Maßnahmen rechtlich leistungsmäßig abzusichern. Und da erwarte ich jetzt, dass das relativ zügig passiert. Heute berichten zahlreiche Zeitungen vom Datenreport Inklusion der Bertelsmann Stiftung. Dabei wird auf einen paradoxen Effekt hingewiesen. Im Zuge des Ausbaus des gemeinsamen Lernens steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Förderbedarf. Ein Effekt, den man noch in den Niederlanden beobachten konnte, wo bei der Finanzierung der sonderpädagogischen Förderung vor ein paar Jahren umgesteuert werden musste. Der Effekt wird so erklärt, dass bei Eltern, die ihr Kind an der allgemeinen Schule lassen können und trotzdem sonderpädagogischen Förderbedarf fordern können, sehr viel eher bereit sind, das einzufordern, als wenn damit ein Schulwechsel verbunden ist. Und wenn sich das hier bestätigt, dann sind hier auch die Berechnungsgrundlagen für den Inklusionsprozess im Grunde falsch und können noch sehr viel höher ausfallen, als sich das im Moment abschätzen lässt. Die Entwicklung der Schulangebote in den Städten und Kreisen werden wir sehr genau im Blick nehmen. Werden die Kommunen von der Möglichkeit, Förderschulen im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen zu schließen, Gebrauch machen? Viele sind besorgt, dass eine große Zahl von Förderschulen bald von der Landkarte verschwinden werden. Und da stimme ich der Frau Gebauer eindeutig zu. Das ist etwas, was wir nicht möchten, was wir immer gesagt haben. Wir möchten die Wahlfreiheit erhalten. Wir möchten, dass Förderschulen bestehen bleiben, sodass zumindest jede Eltern entscheiden können, was sie für ihr Kind am besten finden. Da sind wir uns einig. Werden die anderen schulischen Lernorte für sonderpädagogische Förderung im Bereich emotionale und soziale Entwicklung
tatsächlich eingerichtet. Von all diesen Fragen wird es abhängen, ob der Ausbau der schulischen Inklusion noch eine Erfolgsgeschichte wird. Ich muss mich aber auch fragen, welche Motive die anderen Fraktionen hier haben und wie ernst es einigen hier mit der Inklusion ist. Als ich vor knapp 2 Jahren hier in den Landtag kam, war das erste Thema, was wir hier besprochen haben, Inklusion. Damals waren wir noch alle der Meinung, dass wir das konsensual, gemeinsam, konstruktiv hier besprechen wollen. Und da war ich voller Euphorie. Und wenn ich sehe, wo wir jetzt angekommen sind, dann zeigt sich, es ist ein Politikum geworden, wo es wieder in erster Linie nur ums Geld geht und nicht um diesen gemeinsamen Willen, tatsächlich etwas für die Schülerinnen und Schüler zu tun. Herr Kaiser, Sie stellen sich hier hin, aber außer Bashing der Landesregierung kann ich nichts sehen. Kein Vorschlag, nichts. Sie spielen sich hier, stellen sich hier hin, Vorschläge im Verfahren, ne, was genau zu tun ist mit konkreten Vorschlägen, habe ich nicht gesehen. Ja, Sie stellen sich hier hin, bashen die Landesregierung. Dass Sie länger da dran sind, das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass Sie besser sind. Sie stellen sich hier hin, machen hier einen auf Robin Hood und Sie kommen mir immer so ein bisschen vor wie der Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer, der nichts im Koffer hat. Also, ich möchte gerne mal, ja, von Ihnen, Frau Löhrmann hat das ganz deutlich hier auch gesagt, ja, wir haben immer konstruktiv mitgearbeitet, Vorschläge gemacht und uns beteiligt. Und außer Kritik ist von Ihnen nichts gekommen. So, Herr Römer. Nein, nein, nein. Sie haben ja gerade gesagt, Sie hätten bei den Kommunen geworben. Ja, geworben. Werben stelle ich mir anders vor. Ende März haben Sie den Kommunen gedroht, nicht geworben. Sie sagen, ohne Einigung bis Ostern gibt es gar nichts. Ja, dann gibt es gar kein Geld. Das hat mit Werben nichts zu tun. Und ich finde, das war kein guter Stil. Das muss man nicht tun. Denn ich gehe mal davon aus, das hat gestern Herr Borjans ja auch gesagt, dass Sie von sich selber glauben, dass Sie glaubwürdig sind. Und das glaube ich auch. Und dann muss ich einfach annehmen, dass, wenn ich Ihre Aussage ernst nehme, das heißt dann doch, es gibt kein Geld für Kommunen, für die Schulen, für die Inklusion, wenn die kommunalen Spitzenverbände nicht mitspielen. Und dafür habe ich kein Verständnis. Der Ausbau des gemeinsamen Lernens stellt die Schulen und uns alle vor große Herausforderungen. Ich habe riesengroßen Respekt vor allen, die sich dieser Herausforderung stellen. Den Kommunen, die Schulen, die Lehrer, die Eltern, wer immer daran beteiligt ist und auch wir hier im Landtag. Wir hier im Landtag haben die Aufgabe, wirklich gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit alle erfolgreich diesen Inklusionsprozess jetzt umsetzen können. Zum Entschließungsantrag von Rot-Grün. Ihr Anliegen ist nachvollziehbar, die Ergebnisse der Verhandlungen jetzt mit einem Landtagsbeschluss zu adeln. Unser Problem damit ist, dass wir die verlässliche Grundlage für den weiteren Prozess der Inklusion, die der Antrag feststellt, so im Moment nicht sehen. Wir haben im Gesetzgebungsverfahren eine Reihe von Punkten genannt, die uns immer noch Sorge bereiten. Diese Sorge haben wir in weiten Teilen weiterhin. Das betrifft zum Beispiel die Möglichkeit der Schulträger, Förderschulen im Bereich LES auch dann zu schließen, wenn die Mindestgröße vorhanden ist. Wie wird sich das auf das Schulangebot auswirken? Wieder, wo bleibt da die Wahlmöglichkeit der Eltern? Auch die Ausstattung des gemeinsamen Lernens mit Sonderpädagogen halten wir immer noch für unzureichend. Die Verschlechterung der Bedingungen im Vergleich mit den integrativen Lerngruppen haben wir schon mehrfach kritisiert. Auch die Stellenbudgets für LES überzeugen uns immer noch nicht. So berichten Schulträger von privaten Ersatzschulen, dass diese Budgets keineswegs ausreichend sind, wenn in den privaten Förderschulen die Schülerschaft nicht zurückgeht. Dabei gehen Schulträger von Privatschulen davon aus, dass eine wachsende Nachfrage von privaten Förderschulen wahrscheinlich ist, wenn die öffentlichen Förderschulen schließen.
So erkennen wir zwar an, dass mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Kompromiss gefunden wurde, der für Schulträgeraufgaben und nicht lehrendes Personal Verbesserungen bringt, aber für eine Zustimmung reicht uns das nicht. Und zum Entschließungsantrag der CDU, der ist gerade hier so reingeflogen, weiß ich nicht, da werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.